Vielen Dank. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin Schwesig, ist jetzt nicht da. Ich erinnere mich gut an Ihre Ankündigung, ein Gesetz vorlegen zu wollen mit klaren Regelungen für die legale Prostitution in Deutschland, die dem Schutz der Frauen dient. Das waren die Worte der Ministerin. Wir können mal festhalten, das ist Ihnen nicht gelungen. Nach zwei Verhandlungsjahren steckt der Entwurf für ein Prostitutionsgesetz in einer totalen Sackgasse. Und Sie und auch die Union haben es zusammen nicht hinbekommen, sich wenigstens auf klare Ziele zur Verbesserung der Arbeitssituation von Prostituierten zu verständigen. Dieses Desaster ist Ihre Verantwortung. Und Frau Ministerin, den Namen Prostituiertenschutzgesetz hat Ihr Gesetzentwurf mitnichten verdient. Es geht darin nicht um Schutz von Prostituierten, im Gegenteil. In erster Linie geht es um Entmündigung und um die Fortsetzung einer Stigmatisierung von Prostituierten. Genauso ist das. Und jetzt wurden Sie von der Realität der Praxis eingeholt. Die Länder haben Alarm geschlagen, weil der Gesetzentwurf zudem Folgendes ist: ein teures Bürokratiemonster für die Kommunen, ein Bürokratiemonster, das keiner Prostituierten nutzt. Und unsere Kritik richtet sich vor allem dagegen, dass Prostituierte sich für jede sexuelle Dienstleistung verpflichtend anmelden sollen, auch wenn sie nur gelegentlich stattfindet. Und hinzu kommt, die Behörde kann bei der Anmeldung eine Beratungsstelle hinzuziehen, ohne Einverständnis der Prostituierten. Meine Damen und Herren, das ist paternalistisch, es beschneidet das Selbstbestimmungsrecht von Prostituierten. Und mit einer Pflicht zur Anmeldung drängen Sie Prostituierte durchaus auch in die Illegalität. Und mit der Konsequenz, dass Ihnen dann jeglicher Schutz fehlt. Und vor allem Sie von der Union behaupten, eine verpflichtende Gesundheitsberatung wäre hilfreich für die Prostituierte. Glauben Sie das wirklich, Kollegin Pantel? Glauben Sie wirklich, dass Sie zum Beispiel mögliche Opfer von Menschenhandel, dass Sie so entdeckt werden können, weil Sie in einem Gespräch mit einer Behörde jemandem Fremden sich anvertrauen? Selbst in Fachberatungsstellen für Menschenhandel brauchen Betroffene Monate, um Vertrauen zu fassen und sich zu öffnen. Und hier zeigt sich eines, finde ich, sehr, sehr klar. Es geht Ihnen hier um Kontrolle. Es geht Ihnen nicht, wirklich Prostituierten helfen zu wollen. Darum geht es Ihnen nicht. Nein, meine Damen und Herren. Und Ihre Vorschläge, und das kommt jetzt dazu, und so argumentieren Sie seit Monaten, Ihre Vorschläge bieten keine Lösung gegen Menschenhandel und gegen Zwangsprostitution. Die Menschenhändler brauchen die Prostituierten nur zur Anmeldung und zur Gesundheitsberatung zu schicken und entziehen sich jedem Verdacht. Sie riskieren mit Ihrem Vorschlag, dass Zuhälter unter dem Deckmantel der Legalität Frauen als Zwangsprostituierte missbrauchen, anstatt wirksam gegen Menschenhandel vorzugehen. So ist das. Wir Grüne fordern, und das sage ich in aller Deutlichkeit, dass Sie die Menschenhandelsrichtlinie endlich umsetzen. Denn Ihr Zögern, meine Damen und Herren, geht auf die Kosten der Opfer. Was wir brauchen, sind effektive Maßnahmen, die die Strafverfolgung verbessern und die Opfer stärken. Entkoppeln Sie endlich das Aufenthaltsrecht von der Aussagebereitschaft der Opfer. Erweitern Sie die Opferentschädigungsrechte. Und überarbeiten Sie den Straftatbestand Menschenhandel, damit er endlich praxistauglich wird. Liebes Ministerium, liebe Kolleginnen von Union und SPD, Ihre Aufgabe ist simpel. Legen Sie den unstrittigen Teil Ihres Gesetzentwurfs vor, nämlich den, der den Schutz von Prostituierten verbessert, und das ist ein Prostitutionsstättengesetz. Genau darauf zielt unser grüner Antrag ab. Eine Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten mit Schutzregelungen, Geschäftsplan, Dokumentationspflichten und Überprüfung der Bordellbetreibenden. So können unter anderem auch ausbeuterische Geschäftsmodelle erkannt und unterbunden werden. Und sorgen Sie dann auch dafür, dass die freiwillige Beratung bundesweit ausgebaut wird. Gehen Sie hier mit. Damit das ganze gesamte Vorhaben seit 2 Jahren auf den Weg gebracht, jetzt nicht gegen die Wand fährt. Unsere Forderung ist Teil Ihres eigenen Vorschlags, eine Regulierung von Prostitutionsstätten. Sie haben es in der Hand, diese Reform jetzt nicht scheitern zu lassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Kollege Markus Weinberg von der CDU-CSU.